Hallo Kinder, jetzt gibt's Kroko. Ah, nein, 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 Kartoffelsuppe. Ich bin hier nur, weil ich dann husch verschwinden kann, falls es zu gefährlich wird. Man weiß ja beim Christoph nie so genau, ob der spritzt. Heißes Wasser, die Zwiebeln, da muss ich in Deckung gehen können. Christoph, ich will noch einen Deckel. Schaut mal, Kinder, so kann ich mich dann verstecken, wenn's gefährlich wird. Aber nicht nachmachen. Das ist gefährlich. Keine Hamster, keine Meerschweinchen, kein Wellensittich in den Topf oder Pfanne stecken. Versteht ihr? Nichts. Und ja, nicht anmachen, sonst wird mein Schwanz heiß. Das geht nicht. Das dürft ihr nicht machen. Aber ich darf das heute. Und jetzt, Christoph, wo ist da die Tasche vom Einkauf? Oh, super. Super, da ist ja die Tasche. Mit was fangen wir an? Mit der Peperoni. Aber hier ist die Peperoni. Die behalte ich so lange im Mund. Christoph, wo ist der Rest? Ich hab den in den Kühlschrank getan. Du musst in den Kühlschrank gehen. Oh, die Peperoni. Wo ist die Peperoni? Ist in den Topf gefallen. Dann behalte ich sie mal hier. Hier behalte ich sie. Oder da. Schaut mal. So, jetzt kann's losgehen. Christoph, was machst du zuerst? Kartoffelschälen, mach mal. Und Wasser aufsetzen. Oh, da ist die Peperoni. Lass ich liegen. Wird schon werden. Ist das Wasser heiß? Nein, das dauert seine Zeit. Es wird gleich Krach machen. Oh Gott, und jetzt? Was machst du jetzt? Kartoffeln schälen. Und mir erst die Sachen aus dem Kühlschrank. Ich will die Sachen aus dem Kühlschrank. Okay. Hier ist der Lauch. Hier ist der Knoblauch. Und jetzt kannst du losgehen. Juhu! Und was fängst du an? Schon! Schneller! Ich hab Hunger! Kartoffelsuppe! Na, machen wir es heute mal mit 6. So, dann können wir das wieder weg. Jetzt hat's klar gemacht. Das Wasser kocht. Ich gehe mal in Deckung, Leute. Ja, pop, Deckel drauf. Ist gefährlich. Man weiß ja nie. Wie viel zuschauen? Deckel auf. Ja. Ich hol dich ja schon. Darfst ja schon wieder zuschauen. Ist da schon was drin? Sei vorsichtig, da kann man sich verbrennen. Ich pass doch auf, Mensch, ich weiß doch. Nochmal schauen, oh, da dampft sie ordentlich raus. Hallo, nach Hamburg, hallo Emma, wie geht's dir? Hallo Malu, Max, und wen sonst noch alles gibt, der da zuschaut. Wo sind die anderen Kartoffeln? Schneller, Christoph, das muss schneller gehen. Ja, du bist ein ganz schöner Treiber hier. Ich hab Hunger. Wie macht man das ohne Messer? Weiß ich nicht. Da muss man vielleicht Erik fragen. Der kann uns dann einen Stein, einen spitzen Stein, einen scharfen Stein vielleicht machen. Erik, hast du gehört? Und Nikolai. Ihr müsst es und mal ein Steinmesser probieren. Macht mal ein Steinmesser. Hallo, nach Hamburg. Hallo Emma, wie geht's dir? Hallo Malu, Max.
So. Willst du auch mal probieren? Oh ja, der schmeckt gut. Oh, ich kann es kaum erwarten. Upsa. Kroko, schalt runter, mach den Deckel weg. Warum machst du nichts, Kroko? Pass auf, das kannst du rausschneiden. Nix da rausschneiden. Warum alles klein schneiden? Dann verteilt sich's mehr, dann kann man mehr davon haben. Oh, da muss ich immer niesen. Hatschi! Was ist denn das? Eine Nuss, du Nuss. Afrikanisches Gewürz. Keine Ahnung, was das ist. Irgendein Suppengewürz. Das kann man auch schon rein. Immer wieder umrühren. Dreh mich mal, Christoph. Ich will in die Suppe schauen. Hallo, oh. Mach mal den Deckel auf. Ich will mal schauen. Oh, oh, das riecht schon gut. Kartoffelsuppe, Kartoffelsuppe. Es gibt Kartoffelsuppe. Oh, ein bisschen Frühlingszwiebeln genascht. Sehr lecker. Ob schon genügend Schmackes da ist? Ja, es hat schon eine nette Schärfe, Krokodil. Dann, kommt jetzt noch ein bisschen Sojasauce rein. Das ist eine East meets West. Was ist das? Das ist ein Geheimnis. Was ist das? Hier, kannst du nicht lesen. Chilisauce. Ja, das ist von dem afrikanischen Stand. Ja, Chilisauce. Oh. Da verbrenne ich mir den Mund heute, so wie du alles reinkippst. Nein, das passt schon. Oh, lass mal schauen. Das sieht ja schon gut aus. Oh, das riecht lecker. Ja, ich habe hier, siehst du, den Stampfer geholt. Oh, warum nicht die Bohrmaschine? Ja, die Bohrmaschine. Ich habe keine Maschine zum Machen. Ich muss das noch oldschool mit dem Stampfer machen. Aber was ich ganz nett finde mit dem Stampfer, Kroko, ist, dass dann auch ein bisschen Bröckelchen übrig bleiben. Das wird nicht so fein. Ja, du hast da drüben eine tolle Bohrmaschine von Erik und Ines und Flo, Malu und allen. Ja, aber das ist nicht so. Nein. Das mit der Bohrmaschine macht man da nichts. Aber ja, ich würde die Bohrmaschine nehmen. Das ist ja richtig Handarbeit. Ist ja anstrengend. Riechst du das schon? Nee, ich rieche hier nur die Chili, die Peperoni vor mir. Schau mal, ja, jetzt wird es schon was. Nur du kostest, geht ja gar nicht. Lecker. Oh. Und wie die riecht, so gut. Oh, das ist aber, oh, die riecht lecker. Und jetzt, was kommt jetzt noch? Ja, jetzt kommt zum Schluss. Kommt jetzt unser ganzes frisches Zeug rein. Knoblauch, Zwiebeln, Frühlingszwiebeln, Chili. Und das gibt den vollendeten Geschmack. So. Das darfst du jetzt aber nicht mehr machen bei Corona mit der Hand. Ach komm, wir sind doch unter uns. Ist doch niemand da. Genau, wo gehst du hin? Wo gehst du schon wieder hin, Christoph? Was? Oh, das ist lecker, Kinder. Jetzt gibt's Kroko-Kartoffelsuppe. Lasst es euch schmecken. Kroko-Kartoffelsuppe. Kokos. Ich kann nicht mehr reden. Ich will essen. Ich will jetzt essen. Jetzt gibt's Kartoffelsuppe. Schaut mal. Tolle Kartoffelsuppe.
Kartoffelsuppe. Und das? Das ist ein Dinkel. Kürbis. Brot. Lecker, ganz frisch. Und Kartoffelsuppe. Und jetzt sage ich, tschüss, tschüss, ich will jetzt essen. Kartoffelsuppe, Mensch, Kartoffelsuppe, essen, essen, Kartoffelsuppe, Kartoffelsuppe, essen, essen. Zu Tisch!